Hallo, lieber Krebs, und willkommen zu deiner neuen Monatslegung für den Dezember 2024. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Solltest du jetzt hier bei mir ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Okay, zu Beginn stelle ich dir wie immer erst einmal das Kartendeck vor, was du vor dir siehst. Damit mache ich auch den Anfang. Das sind die Soul Cards, Tarotkarten. Und ich verwende auch noch andere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Jetzt würde ich sagen, lieber Krebs, steigen wir doch ganz einfach mal ein in deine Legung für den Dezember und schauen mal, was da alles auf dich zukommt, womit du konfrontiert wirst und was auch die wichtigen Hinweise sind für dich jetzt im Dezember. Denk daran, lieber Krebs, das hier ist natürlich eine ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Und des Weiteren könnte diese Legung jetzt für dich interessant sein, wenn du den Krebs im Sonnenzeichen, im Aszendent, im Mond oder auch von mir aus in der Venus hast. Okay, dann würde ich sagen, lieber Krebs, lass uns anfangen. Okay, also, was bringt jetzt der Dezember dem Kollektiv der Krebser? Krebs, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was bringt der Dezember? Was bringt der Dezember? Was bringt der Monat Dezember dem Krebs? Okay. Noch drei Karten hätte ich ganz gern. Noch drei Karten bitte. Für die Krebser. Oh, die habe ich schon gesehen. Wow, auch noch in der Mitte. Sehr spannend. Noch zwei Karten bitte. Zwei Karten noch für Krebs im Monat Dezember. Was bringt jetzt noch der Monat Dezember dem Krebs? Die ist mir jetzt in die Hand gefallen. Also noch einer. Wunderbar. Das hat sehr gut funktioniert und ich würde sagen, lieber Krebs, das Ganze lege ich dir erstmal ordentlich in die Kamera und dann geht es los. Die Zahlenkombination 222 könnte für dich wichtig werden im Dezember. Die Zahl 2 ist generell eine Energie, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut und hab vielleicht auch ein kleines bisschen Geduld in Bezug auf etwas. Aber die Zahl 2 steht auch für Balance und für Beziehungen. Und ich bin da jetzt auch umso mehr gespannt, was jetzt die Karten gleich verraten werden. Also, lieber Krebs, ich beginne. Und zwar mit der Karte jetzt für dich unten drunter. Und diese Karte ist auf jeden Fall für dich ein größerer Hinweis in Bezug auf das, was im Dezember auf dich zukommt. Sie hat also eine größere Bedeutung für dich im Dezember. Und deswegen würde ich sagen, starten wir mit der unterliegenden Energie. Wir haben hier den Teufel. Okay, der Teufel ist natürlich eine Energie. Es geht um Anhaftungen, es geht um Abhängigkeiten, vielleicht auch um gewisse Süchte. Der Teufel zeigt dir im Dezember ganz explizit, wo du wahrscheinlich nicht ganz so frei bist, wo du vielleicht auch abhängig bist von etwas oder vielleicht auch von jemandem und zeigt dir gewisse Schattenseiten vielleicht auch, weil der Teufel kann natürlich auch für gewisse Schattenseiten stehen, für düstere Anteile. Das kann jetzt auch lediglich bedeuten, weil das bekomme ich nämlich gerade rein, dass du einfach nur im Dezember mal ein paar Plätzchen mehr naschst, weil wir haben Weihnachten im Dezember. Und das kann jetzt auch ein Hinweis darauf sein, dass das vielleicht ein kleines bisschen in eine Art Extrem fällt. Ne, vielleicht ein bisschen zu viel davon, zu viel Zucker vielleicht auch, zu viel Alkohol, zu viel Glühwein jetzt in der Weihnachtszeit. Das kann manchmal schon. Naja, ist halt manchmal so, ne? Okay, aber der Teufel, wie gesagt, Abhängigkeiten, Süchte, etwas ist hier auf jeden Fall sehr toxisch. Es kann auch bedeuten, dass du dich in irgendeiner Art und Weise nicht frei fühlst. Das bedeutet irgendwie gebunden. Ja, wir müssen gleich gucken, wie sich dein Reading entwickelt. Aber ich habe dir ja gesagt, ich habe die Karte schon gesehen. Ich finde es spannend. Okay. Wir gucken jetzt aber erstmal drunter. Was haben wir hier? Die 5 der Münzen. Die 5 der Münzen, das ist der Mangel. Das sind die schwierigen Zeiten. Es kann ja auch um eine Bedürftigkeit gehen, beziehungsweise auch um finanzielle Verluste. Und hier kann es also durchaus sein, dass man hier aufgrund von Süchten zu finanziellen Verlusten kommt. Vielleicht hast du in der letzten Zeit ein bisschen zu viel gekauft. Oder
hast ein bisschen etwas zu viel getan, um dementsprechend etwas vielleicht auch zu bekommen. Stellst aber fest, nee, das fällt gerade alles eher in den Mangel, als dass ich mehr bekomme. Na, hast wahrscheinlich das Gefühl, okay, ich gebe mehr weg, ich gebe mehr aus, als ich jetzt sozusagen bekomme. Na, es kann auch lediglich jetzt ein Hinweis darauf sein, dass du zu viel arbeitest, weil der Teufel, das ist Steinbock-Energie und Steinböcke, die arbeiten verdammt hart. Ja, und das bekomme ich jetzt hier gerade rein für einige von euch. Vielleicht hast du auch mit einem Steinbock zu tun oder du selbst bist irgendwas mit Steinbock, lieber Krebs, Aszendent oder Mond zum Beispiel. Aber wir haben hier den Mangel, der hier in irgendeiner Art und Weise noch eine Rolle spielt. Gut, ich würde sagen, wir gucken jetzt, was rausgefallen ist. Wir gehen wie immer wirklich Schritt für Schritt vor. Und ich beginne mit Karte Nummer 1 für dich, lieber Krebs, für den Monat Dezember. Wir haben die 6 der Kelche. Die 6. Kelche ist ein Hinweis auf die Vergangenheit. Es kann also bedeuten, dass für dich die Geister der Vergangenheit noch einfach mal anklopfen an der Tür, weil sie ja, sich bemerkbar machen, weil da etwas geklärt, gesehen oder vielleicht auch geheilt werden möchte. Es kann bedeuten, dass jemand aus der Vergangenheit auf dich zukommt, dass du auf jemanden zugehst aus deiner Vergangenheit, beziehungsweise dass noch einmal eine Art Thematik mit jemandem von früher oder von damals noch einmal nach oben kommt, damit hier etwas geklärt wird. Ja, was ich interessant finde, weil wir hier bei dir auch den Teufel haben, lieber Krebs. Der Teufel steht für Anhaftungen. Etwas kann man nicht loslassen. Steht also auch manchmal für eine gewisse Obsession, für eine gewisse Fixierung auf etwas. Und das scheint hier zu tun zu haben mit etwas aus der Vergangenheit. Ja. Das ist auf jeden Fall zu sehen. Man hält hier fest, eventuell. Du kannst dich möglicherweise von etwas oder jemandem nicht lösen, aufgrund von einer Co-Abhängigkeit oder vielleicht auch Verlustängsten. Ja, das ist durchaus möglich. Also, 6. Kelche, ein Hinweis auf die Vergangenheit. Jemand oder etwas wird noch einmal aktuell. Gut, wir gucken mal weiter. Was haben wir hier als nächstes für dich, lieber Krebs? Die Mäßigkeit. Das finde ich ganz gut, dass die Karte sich zeigt. Weil das ist eine Energie, das ist eine Karte, wo hier etwas wieder ausgeglichen wird, wo es darum auf jeden Fall auch geht, wieder etwas achtsamer zu werden, weil der Teufel, das ist nicht unbedingt eine achtsame Energie. Ja? Also die Mäßigkeit sagt dir, man darf jetzt hier wieder etwas achtsamer werden und vor allem alles auch in einem gesunden Maß, wie zum Beispiel zu viel Zucker oder auch Alkohol oder andere betäubende Genussmittel zum Beispiel. Ja, das ist durchaus möglich, aber die Mäßigkeit allgemein steht auch für Heilung. Hier wird also möglicherweise bei einigen von euch durchaus etwas geheilt, was mit der Vergangenheit oder Kindheit zu tun hat. Ja, und hier sieht man ein Festhalten, eine Fixierung, ein Nicht-Loslassen können. Ja. Vielleicht hat man teilweise auch das Gefühl, wie fremdbestimmt zu sein, wie fremdgesteuert zu sein. Aber hier darf was geheilt werden. Beziehungsweise hier wird was geheilt. Und für einige von euch, ich sage es nochmal, habe ich ganz stark das Gefühl, etwas darf hier wieder ins Gleichgewicht gebracht werden, weil hier ist etwas extrem geworden. Okay? So, wir haben hier Schütze-Energie, aber ich gehe jetzt erstmal weiter. Wie gesagt, die hier habe ich schon gesehen, beziehungsweise bilde ich mir ein, dass es die ist, die ich denke. Wir gucken mal. Ganz genau. Das Gericht. Das Gericht ist die Freisprechung, das Gericht ist der Aufstieg, aber auch die Heilung und das Loslassen. Und wir haben hier bei dir sowohl mit den 6 der Kelchen als auch mit dem Judgment, mit dem Gericht, doppelte Skorpionenergie. Es geht hier also bei dir im Dezember noch einmal um Loslassen, um Zerstörung von etwas, was nicht mehr dienlich ist. Und es geht auch um, ja, bei dem, ja, Gericht zumindest geht es um Heilung, aber Skorpion, das ist auch eine Energie der Transformation. Das heißt, hier wird also auch etwas transformiert und das scheint etwas zu sein aus der Vergangenheit. Etwas, was du lange Zeit mit dir herumgeschleppt hast, etwas, was du bisher noch nicht geheilt hast, weil Skorpion ist unter anderem durchaus auch ein sehr intensives Tierkreiszeichen. Das könnte also hier und da für einige noch einmal intensiv werden, von den Gefühlen her. Na, weil das ist ja auch immer noch Wasserenergie, das Gericht durch Skorpion und die 6. Kelche ja sowieso. Ja, und hier bei der Mäßigkeit ist es ganz, ganz wichtig, sich auch mit Dingen zu nähren, die dir Kraft geben. Weil mit dem Teufel tut man das nicht unbedingt. Im Gegenteil. Ne? Da verfällt man gewissen Dingen, die ungesund sind für einen.
Ja, ich meine, es ist nicht schlimm, mal zum Beispiel auch mal eine Zigarette zu rauchen oder mal auch mal ein Plätzchen mehr zu essen oder einfach auch nur zu viel fernzusehen. Ja, aber hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, bei einigen von euch zumindest, dass das ein bisschen in einer Art extrem gefallen ist in der letzten Zeit oder vielleicht jetzt auch noch im Dezember. Und deswegen kommt die Mäßigkeit, bringt wieder mehr Heilung rein, beziehungsweise möchte dir den Hinweis geben, weniger ist mehr und nähere dich mit Dingen, die dir wirklich gut tun. Aber eine der Hauptbotschaften hier für dich ist, lieber Krebs, hier wird etwas aus der Vergangenheit losgelassen. Ja, etwas aus der Vergangenheit wird hier nicht losgelassen bisher durch den Teufel. Das sind allgemein Abhängigkeiten, Süchte, Anhaftungen. Ja, und das ist nicht gesund. Und jetzt geht es darum, aufzuwachen und die Vergangenheit zu klären, beziehungsweise loszulassen. Ja, das Gericht ist auch eine Energie, wo es darum geht, einem inneren Ruf zu folgen oder auch wahrzunehmen. Okay, so wir gucken jetzt mal weiter. Dann haben wir hier für dich, lieber Krebs, folgende Karte im Dezember, der Magier. Eine weitere hohe Arcana-Karte. Scheint bei dir jetzt eine wichtige Zeit zu sein, auch jetzt im Dezember. Der Magier ist die Energie, die wirklich sagt, dass du sehr viel hast, dass du sehr viel Potenzial besitzt, um etwas zu manifestieren, und zwar das, was du willst, um ja, das zu verwirklichen, was du dir einfach erträumst. Der Magier sagt, nutze alles, was du hast, um dementsprechend wirklich etwas zu manifestieren, um etwas ja, zu erreichen sozusagen. Der Magier ist also eine Energie, es geht um Aktivität, es geht auch hier durchaus um einen Beginn, weil es ist die Nummer 1 im Tarot, also kann es hier durchaus auch um einen Neuanfang gehen für einige von euch. Ja, also es kann durchaus auch sein, dass du dem inneren Ruf spürst, neue Wege zu gehen, etwas Neues zu machen, einen neuen Job anzufangen, umzuziehen vielleicht auch oder dich in einen neuen Umkreis aufzuhalten, also unter neue Leute zu kommen zum Beispiel. Das ist durchaus auch möglich. Also der Magier steht auch für Schöpferpotenzial. Ja, das heißt, lieber Krebs, du, so wie jeder andere auch, ist Schöpfer seiner eigenen Realität. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da mit dem Teufel gewisse Einflüsse gibt oder gab, die dir so ein bisschen reingekrätscht haben, die dir so ein bisschen, die dich gesteuert haben, sagen wir es mal so. Entweder andere Menschen oder aber gewisse Überzeugungen, weil bitte denke auch daran, du allein bestimmst über dein Leben, du allein bestimmst auch darüber, wie du auf etwas reagierst, du allein bestimmst auch darüber, wie du dich fühlen magst. Ja, und mit dem Teufel habe ich auch das Gefühl, dass einige von euch auch die Kontrolle oder die eigene Macht abgegeben haben dadurch. Ja, hier geht es wirklich wieder darum, die eigene Kraft oder die eigene Führung wieder zu übernehmen. Ja, das ist das, was ich hier auch sehe. Einige von euch hier wart eben auch sehr stark in die Gedanken, also sehr stark im Gedanken versunken. Sehr viel Gedankenkarussell vielleicht auch, sehr viele Gedanken hat man sich hier gemacht. Diesbezüglich wird auch etwas ausgeglichen werden. Magierspiegelung mit der Mäßigkeit, so sehe ich das. Weil der Magier, das ist auch Merkurenergie, das heißt, es geht ja auch um deine Gedanken, beziehungsweise um die Kommunikation. Und was das angeht, darf hier etwas geheilt werden, beziehungsweise in den Ausgleich kommen. Ebenso ist es ganz wichtig, lieber Krebs, dass du auch liebevoll zu dir sprichst. Achte darauf, was für Worte du sprichst, weil das, was du sagst, das ist ebenfalls schöpferisch. Und der Magier ist ein Meister der Manifestation. Und ich habe bei dir das Gefühl, lieber Krebs, du manifestierst im Dezember schneller als sonst. Da ein bisschen aufpassen, okay? Okay, was haben wir hier für dich, lieber Krebs? Der Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche, das ist jemand, der durchaus sehr gefühlvoll ist. Ritter symbolisieren ganz allgemein Stimmungen, Launen und Impulse. Also hier wird es noch einmal sehr gefühlvoll werden. Wir haben hier eine Kelchenergie, da eine Kelchenergie und dadurch, dass es Skorpionenergie ist, auch hier noch einmal Wasserenergie. Also hier und da wird es durchaus sehr gefühlvoll. Was ich aber auch ganz schön finde und auch sehe, ist, einige von euch, ihr seid wirklich aufgerufen, eurer Intuition zu folgen, den Weg zu gehen, den euch euer Herz vorgibt. Also es geht wirklich darum, dem Herzen zu folgen. Aber ganz wichtig, auch den Verstand mitzunehmen, mit dem Magier, weil es Merkurenergie ist. Okay, das ist hier auf jeden Fall zu sehen. Also hier habe ich auch das Gefühl, es geht auch sehr stark um Vergebung. Es geht um Vergebung, es geht um Heilung und wirklich sich auf das innere Gefühl verlassen und nun
wirklich aktiv zu werden, Schritte zu unternehmen in Richtung Herzenswunsch, in Richtung Herzensangelegenheiten. Das sehe ich auch für einige von euch. Der Ritter der Kelche, das kannst jetzt entweder du sein oder vielleicht auch eine Gegenüberenergie. Ich spüre bei einigen von euch, dass das hier ein Gegenüber ist. Und das könnte jemand aus der Vergangenheit sein, wo es darum geht, diesen Menschen entweder wirklich zu verzeihen und/oder wirklich loszulassen. Ja? Weil, wie gesagt, mit dem Teufel gibt es hier gewisse Anhaftungen. Das scheint ja eine Verbindung oder Beziehung gewesen zu sein, die in irgendeiner Art und Weise toxisch gewesen ist. Okay, so, wir gucken jetzt weiter direkt mit dem nächsten Kartendeck, lieber Krebs. Und jetzt verwende ich für dich, dazu habe ich jetzt leider keine Verpackung. Das gab es in so einem Säckchen mit und das zeige ich dir jetzt mal. Das war das Terra Soleil Tarot, was ich jetzt für dich verwende. Okay, da bin ich jetzt sehr gespannt, lieber Krebs, was ich jetzt für Botschaften zeigen wollen für dich. Es geht darum wirklich, okay, es geht um einen Weckruf. Ich habe das Gefühl, für einige von euch geht es um einen Weckruf. Weil, wie gesagt, auch das Gericht ist eine Energie, wo es um einen Ruf geht. Es geht ja darum, auch wachgerüttelt zu werden. Und ich habe auch das Gefühl, einige von euch, ihr werdet jetzt wachgerüttelt. Es geht darum, aufzuwachen in Bezug auf etwas, was mit der Vergangenheit zu tun hat. Weil es gibt gewisse Süchte, es gibt gewisse Abhängigkeiten, etwas, was einfach nicht wirklich im Gleichgewicht ist, durch den Teufel. Und das hat etwas zu tun mit Mangel, mit Verlustängsten, beziehungsweise auch mit einem niedrigen Selbstwertgefühl. Das ist zu sehen, ja? Okay, weitere Einsichten hätte ich jetzt ganz gerne für die Krebse jetzt im Monat Dezember. Okay, bitte weitere Botschaften, weitere Hinweise jetzt für das Kollektiv der Krebse. Die Krebse jetzt im Monat Dezember. Okay, Karte Nummer 1, die war auf jeden Fall sehr auffällig. Weitere Energien, Botschaften jetzt für Krebs im Dezember. Was erwartet die Krebse noch im Monat Dezember? Sie müssen jetzt bitte rausfallen, die Karten. Okay. So, noch eine hätte ich ganz gern. Noch eine Karte bitte. Krebs. Also, noch eine Karte bitte ganz gern, noch eine Karte bitte für das Kollektiv der Krebse im Monat Dezember. Mit der fange ich mal an, weil ich die schon sehe. Also, ich habe das Gefühl, also was mir jetzt während des Mischens auch nochmal sehr stark aufgefallen ist oder was ich reinbekommen habe, es geht ja auch um Projektionen. Sehr stark. Gerade wenn jetzt hier tatsächlich eine Art Gegenüber involviert ist, man projiziert seinen ganzen Kram auf andere, ja, und weigert sich, selbst zu reflektieren. Irgendjemand ist das hier. Irgendjemand weigert sich zu reflektieren. Man wird hier allerdings mit dem Teufel durchaus konfrontiert mit gewissen Schattenanteilen, mit gewissen Dingen, die selbst in einem da sind, um geklärt und geheilt zu werden, ja. Und deswegen wird dir das Außen oder auch ein bestimmter Mensch dir genau das spiegeln, was in dir ist. Ja? Und das ist hier sehr stark zu sehen. Also einige von euch, ihr werdet hier ganz krass konfrontiert mit eigenen Schattenthemen, mit euren inneren Dämonen sozusagen. Ja, möglicherweise auch mit den, ja, sogenannten Geistern der Vergangenheit. Ja? Ich spüre auch Schuldzuweisungen und Verurteilen. Sehr, bei einigen von euch spüre ich das. Wenn du sagst, nee, das ist eigentlich nicht so, dann ignoriere das. Ja? Rollen können ja auch vertauscht sein. Vielleicht betrifft es den Gegenüber. Okay, wir haben jetzt hier für dich die Hohepriesterin. Und die Hohepriesterin ist eine deiner Energien im Tarot. Aber jetzt davon abgesehen, zeigt die sich meistens wirklich immer dann, wenn es an der Zeit ist, auf die eigene innere Stimme zu hören und auf die Intuition zu hören.
Ja, also es geht hier wirklich darum, auf seine innere Stimme zu vertrauen, einem inneren Ruf in irgendeiner Art und Weise zu folgen, aber auch bei etwas näher hinzusehen. Für einige von euch geht es wirklich um eine sehr, sehr intensive innere Arbeit, die auf einige von euch jetzt noch einmal wartet. Es geht darum, nach innen zu schauen, weil wir sehen hier, das Auge bei dem Gericht schaut nach unten. Ja, in Richtung Teufel, in Richtung Hohepriesterin. Das heißt, etwas, was in dir ist, möchte gesehen und anerkannt werden, damit du es loslassen kannst. Ja, etwas aus der Kindheit zum Beispiel. Ja, einige von euch, ihr wart durchaus oder ihr seid durchaus sehr sensitiv. Das sehe ich auch mit dem Ritter der Kelche. Ich sehe schon einige von euch darin. Ja, aber um sich weiterzuentwickeln, um zu wachsen, darf man jetzt auch mal gewisse Dinge anschauen und ja, zu heilen und reflektieren einfach mal. Das ist das, was ich hier sehen kann. Aber wie gesagt, die Hohepriesterin ist eine Energie, Intuition, die innere Stimme, die sich hier auf jeden Fall zeigt. Und es ist durchaus auch eine sehr weise Energie. So, wir gucken jetzt mal weiter. Was haben wir drunter für dich, lieber Krebs, im Dezember? Die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen ist auf jeden Fall eine Person oder eine Energie, sehr realistisch, sehr bodenständig, großzügig, sehr gebend, manchmal auch etwas sehr materialistisch oder, naja, schon so, ich will nicht sagen verwöhnt, verwöhnt glaube ich nicht, aber auf jeden Fall schon sehr materialistisch, ne? Vielleicht hast du es mit so einem Menschen zu tun oder aber du selbst bist in dieser Energie, wo es auf jeden Fall auch wiederum darum geht, lieber Krebs, dich wirklich sehr, sehr gut zu nähren, dich unglaublich gut um dich zu kümmern, weil wir haben hier Mondenergie mit der Hohepriesterin und der Mond, das ist ja auch so dieses weibliche Prinzip, die Familie, das Mütterliche auch und hier die Königin der Münzen ist durchaus eine sehr mütterliche Energie. Wo ich also wiederum das Gefühl habe, entweder ist es hier eine Thematik mit der Mutter, Mutterfigur, kann auch eine Großmutter sein oder ältere Schwester, beziehungsweise kann es auch um die weibliche Ahnenreihe gehen, die weibliche Ahnenlinie, die hier geheilt werden darf, wo es auch gewisse Abhängigkeiten vielleicht gibt oder etwas, was allgemein ganz toxisch ist mit dem Teufel. Generell denke ich, es gibt hier auch eine weibliche Person, die hier irgendwie eine andere, jetzt abgesehen von dir, ne? Aber hier spüre ich eine weibliche Energie noch. Aber jetzt abgesehen von dir, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, hier sehe ich eine weibliche Energie sehr stark durch die Königin der Münzen und auch durch die Hohepriesterin. Gut, wir gucken jetzt mal noch, lieber Krebs, was wir hier noch haben. Dann haben wir für dich für Dezember, ach guck mal, eine weitere, schon wieder die Mäßigkeit, ne? Mäßigkeit, hier wird wieder etwas ins rechte Maß gerückt. Es geht um Heilung und sich mit Dingen zu umgeben, sich mit Dingen zu nähren, die einem wirklich Kraft geben und nicht länger, naja, dieses nicht, was nicht ganz so gut ist, ne? Dass man, dass du jetzt ein bisschen darauf aufpasst, dass hier etwas nicht in einer Art Extrem fällt. Also es zeigen sich hier wirklich viele hohe Arkana-Karten bei dir. Das wird eine bedeutsame Zeit für dich oder ist gerade für dich eine bedeutsame Zeit. Ja, die Mäßigkeit ist also auch eine Energie der Balance, des Ausgleichs. Und es wird hier und da, ich sage es dir noch einmal, es wird gefühlvoll. Es wird wahrscheinlich auch gefühlstechnisch intensiv werden. Das sehe ich durch diese starke Skorpionenergie auch. Und hier wird gesagt, gestehe es dir ein, wie du dich fühlst und sei auch willens, naja, zu fühlen, weil zu fühlen bedeutet zu heilen, lieber Krebs. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Wir sehen hier sehr viel Wasser, da ist auch sehr viel Wasser. Das Wasserelement spielt wahrscheinlich für dich eine ganz wichtige Rolle. Im Monat Dezember, vielleicht möchtest du einfach mal schwimmen gehen oder spazieren gehen am Meer oder am Fluss. Ja, pass auf, dass du viel trinkst. Und ja, die Mäßigkeit ist auch eine Energie, wo es um die Ernährung geht. Ja, vielleicht ist da etwas nicht im Gleichgewicht, da ist etwas in einer Art Extrem gefallen. Na? Und das, was wir essen, das macht auch etwas mit uns. Ja, weil. Ja, Nahrung ist auch Schwingung. Ne? Und je nachdem, was wir zu uns nehmen, das kann entweder unsere, ja, unsere Schwingung senken oder eben anheben. Ja? Und darauf geht es nun auch für einige von euch zu achten. So, was haben wir hier? Die drei der Münzen. Die drei der Münzen ist eine Energie der Arbeit, der Beschäftigung, ganz allgemein eine Karte der Verbesserung. Es kann bedeuten, dass du etwas verbesserst, was das angeht, dass du deine Ernährung verbesserst, dass du wieder ins innere Gleichgewicht findest, weil die Mäßigkeit ist durchaus eine Energie des inneren Gleichgewichts auch wieder. Es kann bedeuten, dass du hier mit jemand anderen zusammenarbeitest, weil die drei der Münzen kann auch eine Energie der Teamarbeit sein, dass du dir zum Beispiel Hilfe und Unterstützung suchst von jemandem, der dir wirklich helfen kann,
bei deinem Heilungsprozess oder zum Beispiel eine Art Ernährungsberater, ein Therapeut vielleicht, ein Mentor, ein Coach, ein spiritueller Berater könnte dir vielleicht auch helfen, wer sich da auskennt, der durchaus auch sehr weise ist. Ja, das ist auf jeden Fall zu sehen. Okay, drei der Münzen, Beschäftigung, Arbeit, Verbesserung. Hier wird dann etwas gearbeitet, du verbesserst möglicherweise auch deine Ernährung, tust wirklich wieder mehr, um zentriert zu bleiben, um bei dir zu bleiben, egal wie es um dich herum auch aussieht. Weil das ist nämlich auch eine Kunst bei der Mäßigkeit. Ja, die innere Ordnung zu finden bei in der äußeren Unordnung. Ja, und da geht es wirklich darum, zu schauen, dass du bei dir bleibst und dass du dich nicht ablenken lässt, nicht wieder dich verführen lässt von irgendwelchen toxischen Substanzen oder toxischen Menschen. Es geht darum, bei sich zu bleiben, achtsam zu sein. Ne, das ist hier auf jeden Fall zu sehen. Aber ich denke, das kriegst du ganz gut hin schon. Weil die Karten, die zeigen das schon so. Ich meine, ja, man hat hier noch die Energie des Teufels. Die Frage ist aber natürlich, sagst du dazu ja? Weil du kannst auch nein sagen. Ja? Sagst du dazu ja oder nein? Jetzt geht es darum, standhaft zu bleiben. Ja? Okay. Das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, ist das Behind the Mirror Orakel von Raven, Angel of Spirit, lieber Krebs. So, da bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier für weitere Botschaften bekommen für dich. Zudem sehe ich, deine spirituellen Fähigkeiten werden stärker. Du wirst immer sensitiver, wahrscheinlich auch immer spiritueller. Und deswegen ist es umso wichtiger für dich, dass du wirklich ganz explizit darauf achtest, mit was du dich umgibst, mit wem du dich umgibst und was du deinem Körper zumutest. Ja? Weil das, was wir essen, das, was wir auch energetisch aufnehmen, das hat Auswirkungen auf unsere Schwingung, wie es uns geht. Okay? Darauf darfst du achten, lieber Krebs. Das wird wichtig. Im Dezember. Aber was du jetzt daraus machst, ganz ehrlich, lieber Krebs, es ist dein Leben. Mach, was du willst. Ja, ich kann dir jetzt nur sagen, wie es ist. Bei einigen von euch zumindest, die jetzt damit in Resonanz gehen, okay? Und wie gesagt, was du daraus machst, ist ja deine Sache. Du hast einen freien Willen, bist ein freier Mensch. Ne? Du entscheidest. So, jetzt hätte ich ganz gerne noch weitere Einsichten für die Krebser im Dezember. Also, was bringt jetzt noch der Monat Dezember dem Kollektiv der Krebse? Muss ganz kurz wieder durchatmen, es geht sofort weiter, lieber Krebs. Okay, also, was bringt jetzt noch der Monat Dezember dem Krebs? Weitere Hinweise, Einsichten für die Krebse jetzt im Dezember, hebe ich gleich auf. Die Krebse. Okay, oh, das ging aber schnell. Das bin ich ja gar nicht gewohnt, meine Güte. Aber ich freue mich darüber. Okay, so, die habe ich jetzt aufgehoben. Die kommt dahin. Ich muss jetzt mal mit der einen Karte beginnen, weil ich die jetzt schon gesehen habe. Das ist zu Beginn, hast du jetzt hier den Joker. Ein Ass im Ärmel haben, einen Schritt voraus sein, planvolles Handeln, nichts den Zufall überlassen, Stratege, gewitzt sein und schlau. Also hier in irgendeiner Angelegenheit geht es darum, eine Strategie zu entwickeln. Zum Beispiel, wie du jetzt auch beginnst, etwas umzusetzen. Oder auch, wenn es darum geht, etwas Neues allgemein zu beginnen, etwas zu verbessern, an etwas zu arbeiten vielleicht auch. Es kann durchaus sein, dass du jetzt allgemein dafür sorgen darfst, dass hier ein Gleichgewicht herrscht zwischen zum Beispiel Berufs- und Privatleben. Ja? Weil ein Bereich deines Lebens ist vielleicht etwas in einer Art extrem gefallen. Ja, wie zum Beispiel deine Gesundheit oder das Berufliche, das Finanzielle, die Liebe. Ne? Also hier geht es auch um gewisse Strategien. Der Joker ist natürlich auch sehr gewitzt und so. Und man ist jemandem auch vielleicht einen Schritt voraus. Aber gut, wir gucken mal weiter. Was haben wir denn noch? Drunter folgende Energie für dich. Streit. Okay, wir haben hier also den Streit. Es geht hier natürlich logischerweise um gewisse Konflikte. Jemand beharrt hier auf seiner Meinung vielleicht. Es geht hier um Rückzug. Es geht möglicherweise um auch etwas Unausgesprochenes. Ärgernis, Kummer und Sorgen zum Beispiel zwischen dir und vielleicht einem Gegenüber. Es kann lediglich aber auch um deine eigenen inneren Konflikte gehen, die du ja vielleicht mit dir selbst so ein bisschen ausfechtest. Es kann auch alles ein Hinweis darauf sein, lieber Krebs, dass du selbst dein schlimmster Feind bist. Ja?
dass du dir selbst das Leben so ein bisschen schwer machst, obwohl möglicherweise jemand gar nicht mehr in deinem Leben ist. Machst du es dir wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise immer noch unnötig schwer und hast dir gewisse Sorgen, hast einen gewissen Kummer, etwas ärgert dich vielleicht auch noch in Bezug auf jemanden, der durchaus sehr gewitzt ist, sehr clever, sehr schlau. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass einige von euch hier über jemanden urteilen, ein Bild haben, was nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, weil ich spüre hier ein sehr, sehr starkes Misstrauen. Ja. Gut, Rollen können auch vertauscht sein, jetzt mal davon abgesehen. Aber hier sieht man schon, man ist hier mit jemandem oder etwas nicht wirklich einverstanden oder einig. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was wir jetzt noch haben. Was haben wir hier für dich, lieber Krebs? Der Rockstar. Das ist eine durchaus beliebte Person, ein Idol, Vorbild für jemanden sein. Talentiert, Kreativität, sich ausleben, sich bemerkbar machen, sich Gehör verschaffen. Zum einen habe ich das Gefühl, dass jemand sehr stark bei dir präsent ist oder du bist bei jemandem sehr extrem präsent oder vielleicht auch beliebt. Es kann bedeuten, dass jemand, den du kennst, sehr beliebt ist, vielleicht auch berühmt in irgendeiner Art und Weise, sehr talentiert. Du fühlst dich wahrscheinlich von jemandem hingezogen oder angezogen. Jemand wird hier gesehen, jemand ist beliebt, jemand ist sehr präsent bei dem anderen. Das ist das, was ich sehr stark wahrnehme. Ich habe aber das Gefühl, dass du es durchaus mit jemandem zu tun hast oder aber hattest, der sich wirklich auslebt. Der Rockstar, der wirklich seinen Talenten folgt. Oder beziehungsweise geht es darum, das auch für dich selbst zu tun, lieber Krebs. Hier das Gericht, dem inneren Ruf folgen, der Intuition vertrauen und dementsprechende Schritte zu unternehmen. Ritter der Kelche. Ja. Also hier wird auch gesagt, hier wird gesagt, geh hier auf jeden Fall auch deinen Weg. Aber hier sehe ich auch eine andere Person, jetzt abgesehen von dir. Hier macht jemand was aus seinem Leben, hier geht jemand seinen Weg. Wirklich, das ist zu sehen. Ja? Das ist spannend. Okay, was haben wir hier? Der Feind. Ach, okay. Der Feind ist natürlich, es geht um Neider, es geht um Hater, gönnt einem das Glück nicht, lauert hinter der Ecke, gibt sich als Freund aus, wartet auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen, niedere Absichten. Also hier, lieber Krebs, das ist krass, hier hat jemand keine guten Absichten in Bezug auf jemanden, hier gönnt jemand dem anderen das eigene Glück nicht. Jemand scheint hier wirklich seinen Weg zu gehen. Jemand scheint hier wirklich sehr viel Talent zu haben, ist wahrscheinlich auch beliebt, ein Vorbild für andere Menschen. Und das gefällt dem anderen Menschen nicht. Rollen können auch vertauscht sein, das weißt du jetzt am besten, lieber Krebs. Aber hier geht es um Eifersucht, hier geht es auch um Neid. Ja, das passt irgendwo natürlich auch ganz gut zum Teufel, weil auch der Teufel kann für ein krankhaftes Misstrauen und krankhafte Eifersucht stehen. Ja, also hier scheint es jemanden zu geben, der auf den anderen abgrundtief eifersüchtig ist. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, ich muss es jetzt wirklich so sagen und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, aber wer mich kennt, weiß, ich bin durchaus sehr ehrlich, weil nur so kann ich helfen und nur so werden gewisse Dinge erkannt. Also du darfst jetzt einfach mal gucken, wie das Ganze wirklich für dich passt. Ja, und ich sage es nochmal, das kann jetzt aber, wie gesagt, auf wenige von euch zutreffen. Ich spüre hier durchaus auch jemanden, wie gesagt, entweder du oder ein Gegenüber. Der schätzt jemanden komplett falsch ein. Der sagt über jemanden etwas, dieser Mensch ist so und so. Dieser Mensch ist so und so und ist das und jenes. Dabei ist man es aber selbst. Das heißt, es geht ja auch um Projektionen. Man projiziert seinen ganzen Kram auf andere. Man projiziert all das, was man selbst ist, auf andere, weil man ja denkt, der andere ist so und man selbst überhaupt nicht. Ja, also so, das Ganze nehme ich ja wahr. Das ist eigentlich schon heftig. Also hier ist jemand sehr uneinsichtig. Auch wenn du mich fragst, sehr unreif und oh mein Gott, und null, wirklich kein bisschen selbstreflektiert. Kein bisschen. Wer auch immer das ist. Ja, vielleicht bist du auch gerade Crosswatcher und du schaust für einen Krebs, der so ist. Das ist durchaus auch möglich. Jemand ist uneinsichtig. Ja, krass. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Deck. Und lieber Krebs, da muss ich mal eben schauen, was verwende ich denn jetzt für dich? Okay, ich habe mich entschieden. Jetzt verwende ich für dich. Ah, nee, warte mal. Okay, jetzt verwende ich für dich das Angels, Gods and Goddesses Orakel. So,
Da bin ich jetzt mal gespannt. Weitere Einsichten jetzt bitte oder eine weitere Botschaft für das Kollektiv der Krebser im Monat. Also ich habe hier eindeutig auch jemanden, der gibt dem anderen die Schuld dafür, dass es einem schlecht geht. Also anstatt man jetzt einfach mal begreift, man ist selbst für sein eigenes Glück und für sein Leben verantwortlich und nicht andere. Und schon gar nicht irgendwelche Menschen aus der Vergangenheit. Ja, also das ist hier sehr, sehr spannend. Okay, so, eine Botschaft bitte für das Kollektiv der Krebser. Jetzt im Monat Dezember. Also, was bringt jetzt der Monat? Okay, ich bekomme gerade noch eine Message rein, sage ich dir gleich. Aber ich möchte ganz, ganz erstmal noch eine Botschaft aus diesem Deck. Was bringt jetzt noch der Dezember? Der Dezember dem Krebs. Was bringt jetzt noch der Dezember dem Krebs? Okay. Spannend. Dazu komme ich gleich. Also, was ich jetzt auch gerade gespürt habe, bei jemandem ist das Fass kurz vorm Überlaufen. Ich habe das Gefühl, es gibt hier durchaus jemanden, das kannst auch du sein, man hat hier einiges für sich behalten, vielleicht auch unterdrückt, zum Beispiel jetzt die Gefühle, aber hier bringt, das Fass ist kurz vorm Überlaufen so ein bisschen. Hier ist jemand auch möglicherweise kurz vorm Austicken vielleicht ein bisschen. Ja, und tut dann vielleicht gewisse Dinge, die man hinterher bereuen könnte oder vielleicht auch nicht. Gut, wir haben jetzt hier die Göttin des heiligen Pfades und hier wird gesagt, lass die Logik los und vertraue deiner Intuition. Auch wenn es jetzt hier um diesen Menschen geht, lieber Krebs, ja, weil einige von euch, ihr habt es ja anscheinend mit jemandem zu tun, der durchaus gewitzt ist, ja, Joker, der jemanden einen Schritt voraus ist. Ach du meine Güte. Okay, das ist krass. Pass auf. Das, was ich hier eindeutig spüre, ist, hier ist jemand dem anderen so weit oder insofern einen Schritt voraus, weil dieser jemand anscheinend seinen Weg geht. Zum Beispiel, pass auf, ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel ist es so, jemand möchte seinen Weg gehen, möchte sich selbstständig machen in dem, was man gerne tut. Und dieser andere, dieses Gegenstück, macht genau das Gleiche, ist aber weiter als der andere. Weißt du, wie ich das meine? Hat zum Beispiel eine größere Kundschaft, hat zum Beispiel ein höheres Ansehen. Ja, während der andere noch so ein bisschen so im Schatten steht von jemandem. Und das ist das, was ich hier sehe. Ja, das bekomme ich hier wirklich rein. Hier ist jemand dem anderen einen Schritt voraus. Und das gefällt diesem Feind sozusagen, wer auch immer das ist, überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Ja, okay, das ist eine Botschaft, die ist wirklich sehr, sehr speziell, ich weiß, aber das kommt gerade richtig krass durch. Hier gönnt jemand dem anderen kein bisschen. Hier gönnt jemand ja die Nudel oder Suppe überhaupt nicht. Also das ist Wahnsinn. Hier ist jemand total unreif. Oh mein Gott, lieber Krebs, ich hoffe nicht, dass du das bist. Hier ist jemand, der lebt sich aus, ist jemand oder vielleicht auch demjenigen jetzt hier einen Schritt voraus und der andere hängt so ein bisschen hinterher, macht keine Fortschritte, ist unreif. Und ist hier so in der Teufel-Energie und, ach meine Güte. Okay, ich würde sagen, Krebs, wir machen direkt weiter. Was haben wir drunter? Die Göttin der Schatten. Also, was soll ich denn dazu jetzt noch sagen? Das, was du bei anderen wahrnimmst oder das, was du als deine dunkle Seite siehst, hier der Teufel, das hat auch ein bestimmtes Geschenk für dich oder das ist auch irgendwo eine versteckte Segnung für dich. Aber ich habe ich ja auch das Gefühl, dass die Karte sagen will, man möchte hier schon wieder seinen ganzen Kram, seine inneren Dämonen, das, womit man selber im Unfrieden ist, auf andere projizieren, weil man nicht fähig ist, mal auf sich zu schauen. Ja, das, so jemanden sehe ich hier, wer auch immer das ist, lieber Krebs. Entweder nimmst du es mir jetzt übel oder nicht, das liegt jetzt wirklich an dir, aber ich halte hier nicht hinterm Berg. Ich sage dir genau das, was ich sehe und wahrnehme, auch wenn es schwer zu hören ist. Gut. Das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, ist das Zauber der Meerjungfrauen und Delfine von Doreen Virtue. Du bekommst jetzt von mir noch eine Abschlussbotschaft. Also hier ist jemand wirklich mit Vorsicht zu genießen. Hier ist jemand wirklich in einer sehr, sehr starken, düsteren Energie. Ich kann es nicht anders sagen. Ja? Und lieber Krebs, du weißt jetzt wirklich am allerbesten, wer das ist. Hier verfolgt jemand seine Träume, was eigentlich auch die Träume sind des sogenannten ja, Feindes, dieser Person hier. Ja, das ist spannend. Dieser Mensch,
Wenn dieser Teufel und Feindesenergie ist, sieht, wie ein anderer oder wie andere Menschen seine eigenen Träume verwirklichen, aber er selbst kriegt es nicht gebacken. Ja, also das ist schon heftig, was ich hier zeige. Okay, jetzt bitte noch Abschlussbotschaften für das Kollektiv der Krebser. Und wenn du so jemanden kennst, lieber Krebs, der so ist, dann sei froh, dass du diesen Menschen nicht in deinem Leben hast. Dieser Mensch würde dich nur abhalten. Ja? Dieser Mensch würde dich wirklich nur abhalten. Okay. Aber hier wird was geheilt, hier wird was geheilt. Etwas kommt wieder in den Ausgleich. Folge deinem inneren Ruf, vertraue deiner Intuition, vertraue nicht der Logik, vertraue deinem Instinkt. Ja? Es muss nicht immer unbedingt alles sofort Sinn ergeben. Okay, jetzt noch eine Abschlussbotschaft. Bitte für die Krebse, die wollte ich schon mal. Ich hätte ganz gern noch eine. Noch eine Karte bitte für die Krebse im Monat. Also, lieber Krebs, ich spüre hier jemanden. Ja, wie ich das vorhin schon gesagt habe, bei dem ist es fast am Überlaufen. Hier platzt bald jemand. Entweder vor Wut, vor Neid, vor Eifersucht, vor Zorn, warum auch immer. Das nehme ich hier wirklich wahr. Die Bombe tickt schon. Das ist das, was ich hier fühle. Okay, noch eine Karte bitte. Eine Botschaft noch für das Kollektiv der Krebser im Monat Dezember. Eine Abschlussbotschaft noch für Krebs im Monat Dezember. Noch eine weitere Message bitte für die Krebser. Dankeschön. Super. Da haben wir für dich als allererstes, die habe ich schon gesehen, die Karte Strebe nach mehr. Erhöhe deine Maßstäbe und erwarte dir mehr. Gib dich hier nicht zufrieden. Du sollst größer denken. Du sollst einfach größer denken. Du sollst dir vorstellen, wie erfolgreich du bist und was du nicht doch alles erreichen kannst. Strebe hier nach mehr. Ja, erwarte dir mehr und gib dich ja nicht mit weniger zufrieden und auch nicht mit so einem Menschen, der hier so, naja, so ist, wie er ist. Ne? Ich will da jetzt auch nicht nochmal näher drauf eingehen, weil dieser Mensch, diese Energie verdient keine Aufmerksamkeit, das sage ich dir so, wie es ist. Ja, okay, was haben wir hier drunter? Wünsch dir was. Dies ist ein magischer Augenblick. Wünsch dir was und genieße, wie es sich verwirklicht, lieber Krebs. Ich habe ja gesagt, also einige von euch, ihr manifestiert im Dezember schneller als gewöhnlich und du hast auch ja, eine sehr starke Kraft, um jetzt zügiger, um zügiger zu manifestieren. Ja, deswegen ein magischer Augenblick kommt, deswegen kannst du dir einfach mal was wünschen und einfach genießen, wie es sich für dich verwirklicht. Ja, wie gesagt, das kannst auch du sein mit dem Rockstar, dass du wirklich sehr beliebt bist und du weißt schon, ne? Ich kenne dich gerade nicht persönlich. Du weißt schon, wer jetzt hier was ist, okay? So, was haben wir hier? Ruhe. Nimm dir Zeit, dich zu entspannen, still zu werden und dein Alleinsein zu genießen und verwöhne dich. Du darfst dich jetzt einfach auch mal wieder verwöhnen. Das passt auch sehr gut zur Mäßigkeit. Du darfst auch mal die Seele baumeln lassen. Du darfst dich auch mal ausruhen, nachdem du so viel gearbeitet hast, nachdem du so viel getan hast. Ja, das ist hier zu sehen. Lass die Seele baumeln. Geh schwimmen zum Beispiel oder ins Spa, sowas in der Richtung. Ja, einige von euch, ich sage es nochmal, ihr habt sehr viel getan, strebe nach mehr, immer getan, gearbeitet und gearbeitet. Aber nun wird gesagt, die Batterie ist leer, deine Energie ist ja erschöpft und nun darfst du etwas tun, um wieder zur Ruhe zu kommen. Das kriegst du aber hin. Lieber Krebs, ich bedanke mich bei dir ganz doll fürs Zusehen. Und wenn dir das Video geholfen und gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ebenfalls über ein Abo freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Dezember. Wünsche dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025 und bis zum nächsten Mal. Ne? Mach's gut. Tschüss.